Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir sind soweit. Wir schauen jetzt mal in den Shop rein. So, gucken wir mal Item Shop von heute. Da haben wir auch schon wieder ein Ausrufezeichen. Ja, gucken wir mal. Na komm schon. Irgendwie macht das Spiel gerade nicht wirklich viel. Jetzt ist es aufgehängt oder was? So, mal schauen. Der Sound kommt schon. Und ist er schon wieder weg. Sound kommt und ist schon wieder weg. Sound kommt und ist schon wieder weg. Jetzt, da, und da sind wir doch schon. Ja, der Tender Defender ist da. Mein Gott. Also schauen wir mal in den Tender Defender rein. Oh mein Gott, irgendwie ist momentan das ganze Ding ein bisschen überlastet, habe ich das Gefühl. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist eine Tatsache. Er macht gerade gar nichts mehr. Aber er rattert wie ein Tier. Eigentlich sollte das ein kurzes Shop-Video werden. Das Gefühl, ich glaube, ich muss den mal erstmal hier... Holy... Also, was können wir da machen? Ist er jetzt da? Irgendwie hat er sich erholt. Das hier ist der Tender Defender. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Oh ne! Was ist denn das für ein Scheiß, ehrlich wahr? Ja. Oh mein Gott, was kann ich denn dem? Ich gebe dem 4 von 10. Scheiße, der Tender Defender. Ja, da gibt's doch tatsächlich auch schon Noten da drauf, auf das Ding hier. Dann gucken wir doch mal da rein. 2,17 von 5 bei 6 Votes. Aber 46 Reminders. Alter. Der Tender. Aber das Ding finde ich cool. Den Flappy Flyer finde ich cool irgendwie. Das ist auch mal wieder was Außergewöhnliches. Scheiße. Oh mein Gott! Ist das geil! Der Flappy Fla, sorry, aber ich. Der Flappy Flyer kriegt von mir. Wenig, also komm, ich muss dem 9 von 10 geben. Ich kann ihm nicht genauso viel geben wie dem Drachen. Das geht einfach nicht. Aber 9 von 10 muss ich ihm geben. Das Ding ist so mega geil. 4 von 5 bei 3 Votes, auch 42 Reminders. Ist das Ding fett? Ich muss ihn noch einmal auf. Scheiße. Oh mein Gott, der Scrambler. Ja. Was soll ich dem Scrambler geben? Der Scrambler ist, dem gebe ich 4 von 10. 4 von 5 bei 2 Votes. Ja. Das ist so geil, ne, das Ding. Und dann haben wir hier das Wukong Bundle. Oder den Wukong Bundle. Oh, Rarity Name, Item Name, Type Name. Ist jetzt alles ein klein wenig... Alter, was ist das heute am Leggen? Krass. So, ja, die Dragon Eggs. Und die Dragon Eggs kriegt von mir 7 von 10.
Royal Dragon, Royal Dragon kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den auch mega geil. Also ehrlich, also schon mega fett das Ding. Der Wukong kriegt von mir auch 10 von 10. Ja, er sofort hat den auch. Ne? Ja, es gibt hier Gesamtnoten dazu, zu dem Ding aktuell, zu dem Bundle. Und es sieht folgendermaßen aus: 4,6 von 5 bei 5 Votes. Ja. Dann haben wir hier den Bendolier. No Shirt, No Surrender. Und der kriegt von mir 6 von 10. Der Bendolier. 3,82 von 5 bei 17 Votes. Whiplash. 5 von 10. 4,03 von 5 bei 33 Votes. Am 3. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 71 Reminders. So, der Pumpernickel. Ich finde den Pumpernickel irgendwie immer cooler. Also der Pumpernickel kriegt von mir 9 von 10. Da 4 von 5 bei 17 Votes. Am 8. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 117 Reminders. So. Und da haben wir auch einen, den hat sich der sofort auch geholt. Der T-Pose. Wenn er jetzt gleich einschläft fast. Der T-Pose ist auch schon irgendwie ein cooles Ding, ein cooles Teil. Die Idee ist echt nice. 8 von 10 für den T-Pose. Und hier haben wir 4,5 von 5 bei 22 Votes am 7. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 388 Reminders, mein lieber Scholli. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, schreibt natürlich was in die Kommentare. Freue ich mich immer drüber. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Oder Action mit dem Herrn Sport. Macht's gut, bis dann und tschüss.